Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit Jay Chris. Shalom. Und wir fahren heute den Merkava 2D aus. Das neue Premium-Fahrzeug und Vorbestellerfahrzeug der israelischen Panzerverbände. Wir kennen den Merkava eigentlich schon aus dem amerikanischen Baum, aber da kann man ihn nicht mehr bekommen. Beziehungsweise, ich glaube, kann man ihn im Market kaufen? War das ein Coupon? Ich glaube, man kann ihn im Market kaufen, aber es ist mein erster Merkava. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Fahrzeug, finde ich. Also es ist mal was anderes als diese Standard-Hauptkampfpanzer-Anordnung. Ja, mal was anderes als immer nur dieses NATO- oder Russland-Design. Ja, genau. Also ich finde vor allen Dingen den Turm sehr cool. Auch wenn er asymmetrisch ist. Und wenn das Battle-Rating stimmt, dann ist dieses Armor-Packet da oben auch echt mächtig. Der hält generell also erstaunlich oft viel aus. Er ist halt ein Bullet-Sponge, weil er so viel Raum hat. Gut, er ist ja auch nur zu Defensivzwecken gebaut, man merkt das einfach dann bei so einem Panzerdesign. Man sieht ihm auch an, dass er dafür gedacht ist oder dass bei der Entwicklung mit bedacht wurde, dass da Truppen mitfahren sollen. Das ist ja ein Hauptkampfpanzer-Truppentransporter-Hybrid. Die Israelis machen das ja so, ja. Ja, also hinten hast du eigentlich Raum für, ich glaube, 6 Soldaten waren es. Ich meine auch 6. Ja, da hinten, wo die Muni ist, habt ihr gerade gesehen, Leute. Okay. Also Thermal hat er, aber kein Thermal für den Kommandant. Ganz ehrlich, Kommandanten-Thermal nutze ich sowieso super selten. Ah, kommt drauf an. Aber es tat gerade in den Augen weh, das hier grün zu sehen. Ja. Boah, das ist aber echt kein gutes Thermal. Das ist Generation 1. Ich habe eine Laserwarnung bekommen. Okay, das gefällt mir nicht. Könnte ein Hubschrauber sein. Könnte aber auch ein Verbündeter gewesen sein. Wir werden hier nämlich gewarnt, wenn uns halt irgendwas anlasern will. Aber wir sehen leider nicht, was es dann ist. Nimmst du deinen Laser von mir? Mach deinen Laser nicht auf angezogene Menschen. Wäre eigentlich ganz praktisch, wenn man sehen würde, aus welcher Richtung der Laser kommt. Sollte eigentlich auch möglich sein, oder? Ja, aber noch nicht hier. Es kommt dann irgendwann in einem Future Update Laser Guidance oder so. Ja, genau. Und da gibt es dann einen Panzer erstmal, den man sich für Premium-Geld kaufen muss. Ein Russen. Ja, ansonsten, was hat man hier? Eine 10-5er. Kennt man so ziemlich von allen anderen Panzern, die auf diesem Battle Rating unterwegs sind. Ist wahrscheinlich auch nur ein lizenzgebautes Ding, schätze ich mal. Sieht auf jeden Fall so aus. Sieht aus wie die britische Variante. Er könnte ein bisschen mobiler sein. Ja, das stimmt. Die späteren Varianten, die dann hoffentlich im Tech-Tree alle kommen, werden mobiler sein. Also der Dreier, den ich bei den Amis als Eventfahrzeug habe, der ist schon um einiges mobiler. Und hält noch um einiges mehr aus. Aber der ist auch auf einem höheren Battle-Rating, ne? 10.3 oder 10.7, ja. Ich weiß es gerade nicht mehr. Wir sind ja 9.0. Und der ist relativ laut, finde ich jetzt. Nee, also Gegner sehe ich noch nicht. Nur Gegner. Ich fahre jetzt mal hier rüber. Ja, ich dachte, ich fahre hier mal durch den Wald und gucke, dass uns nichts flankt, aber hier will uns irgendwie nichts flanken. Alles voll langweilig. Ja. Dabei können wir viermal rein mit dem Ding. Wo ist die Action? Ach ja, und da fällt mir ein, frohes Weihnachten, hoffe ich, habt ihr gehabt. Die Folge hier kommt 2 Tage nach Weihnachten raus. Ja, ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Weihnachtstag. Bitte? Zweiter Weihnachtstag also. Weiter? Nee, dann 3 Tage. Ist ja auch egal. Ich hoffe trotzdem, die Leute haben schön gefeiert. Das habe ich auch. Ich hoffe, ihr habt auch Geschenke bekommen, die euch gefallen. Ja, schreibt mir in die Comments, ob ihr irgendwas Cooles bekommen habt, was ihr gemacht habt, was ihr gegessen habt. Essen. Weihnachten ist immer Essen für mich. Oh ja. Essen. Das ist auch die einzige Zeit im Jahr, wo ich wirklich mal Schokolade esse und so. Ja, das stimmt. Also ich bin gerade voll auf dem Lebkuchentrip. Lebkuchen ist auch gut. Spekulatius gefällt mir auch mal ganz gut. Spekulatius bin ich ehrlich gesagt nicht so ein mega Fan von. Ich mag dieses Gewürz nicht so. Gut, gibt ja verschiedene Sorten. Ja, dieses Standardgewürz, sage ich mal. Ja. Also ich sehe keinen Gegner hier. Ich sehe einen Gegner Wrack, aber keinen Gegner. Nee, hier ist absolut rote Hose. Was geht ab? Die sind wahrscheinlich alle unten bei C. Ja, ich sehe auch gerade, wir haben ein ziemlich kleines Match für diese Karte bekommen. Weil die Karte, und 3 sind schon wieder raus. Ja, und die Karte ist nämlich wirklich groß, also.
ist eine richtig schöne High-Tier-Karte, wenn man das ein volles Match hat. Ja, das stimmt. Aber wir haben A und B, also gewinnen wir mit 0 Punkten. Ja. Das Gute ist, die Punkte gehen, man ist ja egal aktuell. Die Punkte werden ja eh verloren. Das stimmt, aber die Leute hätten, glaube ich, mehr gern gesehen als ein Fahrsimulator. Das Werbevideo zum Rumfahren von dem Merkava. Hier noch so eine coole Slideshow einblenden mit irgendeinem super rockigen Musikstück. Ein bisschen das Video ein bisschen schneller laufen lassen, damit das auch so aussieht, als ob der schnell wäre. Ja, genau. Kaufen Sie jetzt den 2021er Merkava 2D. Jetzt nur extra mit Premium-Bonus. Genug Platz für Ihre Familie. Ja, genau, für den Camping-Ausflug. Genau, für den nächsten IKEA-Ausflug. Ah, jetzt passiert nochmal was. Ich meine, jetzt haben sie noch B. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren mal da runter. Die Map ist halt auch so groß, du kannst zu B nicht einfach mal Arti schmeißen. Oh, hey, schöner Grafikfehler. Das habe ich gerade auch probiert. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die von hier jetzt gleich... Na, erstmal müsste jemand von denen sterben, damit da jemand spawnen kann. Das stimmt. Naja, heute in besinnlicher Zeit oder kurz nach besinnlicher Zeit einfach ein bisschen gemütlich im Schnee, ho 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 und so, ne? Wir könnten zur Not auch Buttsmoke machen. Buttsmoke? Sega, das hat der ja auch. Ja, also mit dem Ding hat man momentan absolut russisches Feeling. Man kann aus dem Arsch rauchen. Man kann mit dem Ding 3-4 Mal rein, also ständig das neue Fahrzeug bringen. Die eigene Medizin mal schlucken lassen, ne? Ja. Wenn man denn auf Gegner trifft. Ah, du hast dir die Tarnung gekauft? Ich hab mir die Tarnung gekauft, ja. Ich will sie sehen. Sieht gut aus. Sieht super gut aus. Good luck? Warum good luck? Ich weiß nicht, ich wusste nicht, was ich sonst drauf machen soll. Also wünsche ich einfach allen viel Glück. In MTB-Stern. Mit was für ein Ding? Ja, MTB, wie heißt der? Ach so. Haben wir sowas? Ja. Oh. Kann ich über dieses Eis fahren? Ja, fahr du mal. Knack. Das Ding kann doch bestimmt schwimmen zur Not. Boah, keine Ahnung. Da hinten wird geschossen. Oh, und B. Oh. Ich hab Hoffnung. Ich glaube, die Schüsse kamen aber eher recht von B Richtung unsere Verbündeten. Ich fühle mich so langsam auf dem Eis. Alter, die Ketten drehen hier durch. Okay, ich muss hier runter. Ist ja furchtbar. Ja, sehr super. Physik und so. Und okay, hier stirbt gerade eigentlich alles an unseren Verbündeten. Ja, aber die rechnen nicht mit uns. Meinst du? We never expected any special troops. 3, 5 mm. Da. Okay. Ich guck mal, dass der WMA hat da auch Probleme. Guck mal hier hin. Crit, verdammt. Ich brauche Hilfe. Meine Kanone ist raus. Ein Turning. Geistkette kühler. Tut ihm nicht weh. Oh, da ist noch was. In die Richtung. Ich muss reparieren. Okay, ich smog mich mal ein. Verdammt! Ja, das wird nichts. Ja, hi und so, ne? Plötzlich waren sie alle da. Sehe ich seine... Hallo? Ich sehe seine MGs nicht. LOL, der ist schon an mir vorbei. Okay. Ach komm! Das war mal Da stehen genau zwei Stück neben mir. Also wirklich, die waren direkt bei meinem Wrack. Ich bin jetzt bei dem unteren Spawn gespawnt. Ja, also da stand jetzt ein T-55.
Und der Tam bei mir. Okay, der Tam. LOL. Ja. Hätte ich das Ding auch mal dabei, ne? Ja, der Tam, der hat ja meine. Wieso habe ich keine Links für ihn bekommen? Keine Abschlusshilfe. Ah, gut, hat es bestimmt schon repariert. Der hat ja meine. Ich habe ja meinen Seitenschuss einfach weggesteckt mit Kette und Kühler. Mhm. Repair your MGs, da ist eine TU-14 im Anflug. Okay. Never mind. Ja, sollen wir uns bei B treffen? Ja, schon zu B. Dann ist der, hat er gesagt, er fährt zu A. Wir fahren schnell zu B. Passiert ja doch noch was. Aber auf der Map finde ich, vor allen Dingen, wenn du so kleine Matches hast, ziehen sich die Runden immer ewig. Ja, da ist die andere Variante von der Map besser, wenn man ja, die kleine definitiv. Runde hat. Die gefällt mir auch generell besser, muss ich sagen. Also die hier ist cool, wenn du volle Teams hast, aber ansonsten... Ja, die ist auch nur im High-Tier cool. Und von der anderen Seite finde ich sie auch besser, weil dann kann man nämlich runter nach C fahren und dann durch das Waldstück von unten... Ja, genau, genau. B hochfahren, das ist super cool. Ja, du hast von dieser Position von... wo ist es? Hier? Nein, eins weiter. Ein Waldstück weiter hast du voll die coole Position. Ja. Okay, Flugzeug fliegt mich an, das ist uncool. Aua. Haha, voll daneben. Tja, Nords machen keinen Schaden mehr, wusstest du das nicht? Echt? Verdammte Scheiße. Das wäre cool, wenn... wie die Chinesen Annäherungs-Sondermunition hätte. Er kommt wieder. Jo. Nee, das war ja voll daneben, Kumpel. Lern erst mal treffen, dann reden wir weiter. Wo ist denn jetzt hin? Ich weiß nicht. Hinter mir. Ich muss erstmal kurz nach B reinfahren. Warte, ich will auch ein paar Punkte, die mir nichts bringen werden. Was ist denn das, der Gina? Die noch Raketen? Wie viel hat sie schon raus? Zwei. Also ich weiß von zwei. Ich hab sie jetzt sicher erschreckt. Also das Ding hat ziemlich viele MGs. Also als Pseudo-Flugabwehrfahrzeug kann man das durchaus benutzen. Drei 30 Cals und ein 50 Cal. Ich hätte lieber drei 50 Cals und ein 30 Cal, aber ist okay. Es ist ein guter Anfang. Ja, aber das haben wirklich alle israelischen Panzer. Komplett durch die Bank weg haben die alle viel zu viele MGs. Warte! Nein! Trickartilleriefeuer, das heißt, irgendwas ist in der Nähe. Och Mann! Nicht mal ein Pünktchen abgekriegt. Ja, das ist schade. Ja, ist es. Okay, bei A ist auch schon wieder was. Ja, und wie gesagt, irgendwas ist in der Nähe wegen der Artillerie. Ja, maximal 500 Meter kann ich meine Artillerie werfen. Ja, sehr schön. Hab ihn doch gesehen und da hat mir die Thermal jetzt gut geholfen. Wollen wir runter nach C fahren? Können wir machen. War ich hier aber auf der Straße, da sind wir hoffentlich ein Ticken... Au! Nee, dann kämpfen wir erstmal. Really? Lol, der hat mich seitlich nicht durchschlagen. Null. Hat er auch nicht verdient. Ich hätte Schwein gehabt. Der auch nicht verdient, seien wir ehrlich. Ich hab in der vorletzten Folge doch schon lustigen Spaß mit einer ASU gehabt. Flugzeug? Ah, das ist von uns, okay. Ja, das ist unseres, ja. Einmal Ohren zu halten. Ja, ich habe die mittlerweile relativ weit runter getrimmt. Jetzt für mich ist es wieder angenehm. Aber ich weiß gar nicht, ob die Zuschauer das überhaupt noch hören, jetzt das Flugzeug gekommen. Die haben übrigens heute, gehabt heute einen Patch. Ja, ihr habt's gesehen. Der war sogar für den Mini-Patch relativ groß, mit 500 Megabyte. Und jetzt geht auch der Counter wieder richtig im... R-Abi. Okay. Wir haben ganz schön Probleme bei A, ne? Ja, aber es wäre egal, in welche Richtung wir gefahren wären. Von mir aus ist beides ungefähr gleich entfernt. Ja,
Und wir werden wahrscheinlich bei keinem der Punkte noch rechtzeitig ankommen. Aber so können wir auch mal dieses Waldstück zeigen. Ja. Also ich stehe furchtbar gerne hier oben. Also wenn du C geholt hast dahin, dann hast du einen ziemlich guten Überblick über B und über alles, was da in die Mitte fährt. Ja. Aber mit dem Ding, also wir haben beide noch keine guten Crews. Wir haben beide, was waren es, 8,7 Sekunden Nachladezeit? Ja, das ist meine erste Runde mit dem Ding. Also das ist relativ lange. Also ich würde sagen, ich mag die Szenerie mit der Lichtstimmung. Ja, ist okay. Das hat was, ja. Wir könnten mal gleich mal 4 Stunden wandern gehen, oder? Boah, halt die Klappe. Au, ich habe eine Rakete gefressen, wahrscheinlich habe ich sie verdient. Ja, die hast du verdient. Von wo? Von hinten. Okay. Aber ich glaube, das war der Piffelwurf, der hat den gerade getötet. Ein Budsmoke. Ich habe ihn schon, aber es ist gar kein richtiger Budsmoke, das kommt von aus der Jan spielt darauf an, dass ich am ersten Weihnachtsfeiertag mit meiner Familie erstmal wandern gehen darf. Ich darf, ich bin privilegiert, ich darf es. Ja, du darfst und... Nee, also wandern ist nicht so meins. Ich gehe gerne mal spazieren. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, im Urlaub bin oder so und Sachen neu sehen kann. Mhm. Aber wenn ich die Gegend schon 200 Mal durchwandert bin, habe, dann, nee, ist nicht meins. Wanderst du gerne? Ich, von der Couch ins Bett, ja. Umgekehrt auch, aber nee, das ist so, dass ich mal wirklich mal unten rein, oben rein? Unten. Also die Gun Depression ist jetzt nicht so super bei dem Ding und die Geschwindigkeit ist für A auch nicht gut genug. Ja, ist wieder so ein... Wäre ich wieder lieber von der anderen Seite gestartet, wenn ich ehrlich bin. Die Stars mit dem Ding reinstellen, das wäre super. Joa. Das Ding halt down spielen, das geht ganz gut. Also 10-0. Und viel Spaß hatten wir eben doch gar nicht. Ich habe 2 Kills gehabt. Ich bin halb zufrieden. Das ist genug, sagst du. Ja, also das ist genug, damit ich mich nicht schlecht fühle. Es war keine Negativ-KD. Ich bin doch so ein Tryhard, hast du gesagt. Wie gesagt, dass du ein Tryhard bist. Kannst du behalten, ist mein Geschenk an dich. Frohe Weihnachten. Danke. Das ist das erste Weihnachten, das mich wirklich niemand, weder aus der Familie noch aus dem Freundeskreis gefragt hat, ob ich mir irgendwas wünsche. So fühlt sich das an, so an alt zu werden. Stellen, kommt schon was raus. Was da hinten? Moment. Oh mein Gott, das war ein ziemlich guter Sound dieser Kanone aus der Third Person. Stimmt, da war irgendwas in den Patch Notes von wegen neuer Gun Sounds. Ich würde jetzt gerne wissen, von wo. Aus der Richtung hinten. Oder noch näher, noch weiter hinten. Aus dem Wald ist er halt gefahren, Richtung. Ja, könnte sowas schon drin sein in 10. Was aber dieses Hebräisch klingt aber nett. Au. Da ist Bagel. Ja, ich sehe ihn nicht richtig. Ah, nee, war kein Bagel. Sah sehr bagelig aus, aber war keiner. Hier ist Hebräisch, klingt echt cool. Au! Da ist ein XM1. Ja. Kannst du auf den wirken? Ach, du stehst ja immer noch hinten am Haus. Ey, ja, Sau. Ich muss den Motor reparieren. Was ich richtig an diesem Ding feier, ist die vielen Rauchgranaten. Was ich richtig feier, ist, dass der mir jetzt 3-mal den Motor vorne geschossen hat. Und mir damit einfach nichts tut. Ja, der Motor frisst unglaublich viel. Ja, richtig. Also das macht diese Anordnung halt super überlebensfähig. Hier sieht man's. Also der Fahrer kriegt vielleicht was ab, aber die hinten in der Regel nicht. Ja, jetzt kann er nicht mehr fahren. Okay, ich bin gleich repariert. Der steht auch komisch. Halt ihn einfach so. Ja, der kann nicht weg, der bleibt so. Markier mal. Irgendwas trifft mich aber und zündet mich an. Ist da irgendwas hinter uns? Das wäre nicht cool. Was ist denn? LOL, T64. Wo war der denn?
Lol, der kam aus dem Wald. Von vorne? Ja. Direkt auf meiner Lane quasi. Okay, ah, ich sehe ihn, ja. Krass, also was hat der XM1 da gerade bitte alles eingesteckt? Es war schon nicht wenig, ja. Also ich habe dem nur zweimal richtig gut gegeben. Ja, ich habe dem gerade einmal quasi quer vom Turmtrickranz nach unten durch die Wanne gerotzt. Ein Crewmitglied, also meiner überlebt nicht so viel. Aber ich glaube, das ist auch der PlayStation oder Xbox. Ne, wo gab's? Doch, Xbox gab's den, ne? Ich weiß es nicht. Also den Chrysler. Also hier war der T64. Ja, ich habe ihn eben schon mal gesehen, aber... Ah, weiter, okay, jetzt weiter nach rechts gefahren. Ist er jetzt außen? Ja, quasi ganz außen, da wo die Straße ist. So, Moment. Ach komm, Hubschrauber. Das ist unfair, wir haben noch keine Flak, hallo. Ja, aber ich komme jetzt mit der Spitfire. Der wird sich wünschen, nie geboren worden zu sein. Und wenn ich jetzt zum letzten Mal rein kann, das wär's wert. Ich aber bin grad... Ach, dieses, Punkte fürs Bouncen und Einstecken bekommen, dass sie es weggemacht haben, das wird den Israelis richtig wehtun. Ja, definitiv, weil die Panzer sind halt darauf ausgelegt, dass die Schüsse aushalten. Ja. Achso, der war hinter mir, oh mein Gott. Von hinter der ZTZ dir? Der ZTZ war hinter mir, der ist irgendwo direkt an unserem Spawn, ja. Mhm. Wie in der letzten Folge schon gesagt, was ist zur Hölle bitte hier los? Event. Ja, ich sag, Tryhards beim Event. Also das ist der Wahnsinn. Diese kleinen Schrumpelklöten-Typen, die einfach hinter den Spawn fahren und sich auf einen keulen. Sorry, Leute. Also wo steht der, wenn du spawnst? Links neben dem Spawn? Direkt links neben dem Spawn. Ja, jetzt hat er mich nochmal rausgenommen, verdammt. Direkt in dem Gebüsch drin. Also hinterm Spawn oder auf der Höhe vom Spawn? Direkt auf der Höhe vom Spawn, wenn man dann rausfährt, nach links fährt. So 50 Meter. Der wird aber nicht auf dem Radar angezeigt. Sehr schön, sowas habe ich ja echt gern. Kannst du noch mal rein? Nee, ich bin raus. Okay, ich sehe jetzt leider nicht, wo unser Spawn ist, das ist ein Problem. Also wirklich 50 Meter nur? So 50 bis 100 Meter, müsste gerade so außerhalb des Radars sein, ja. Quasi jetzt gleich vor. Ich sehe ihn. Natürlich, die Rakete hat ihn getroffen. Was ist kaputt gegangen? Nichts. Und natürlich haben sie einen Sergeant York. Ich hasse dieses Spiel manchmal, weißt du das? Ja, meistens geht aber Events halt. Ja, komm nicht raus, da habe ich keine Lust drauf. Also so Leute vermiesen mir momentan auch massiv die Laune in diesem Spiel. Ja, also Events halt ist halt wirklich keine Zeit, wo man aus Spaß mal eine Runde rein kann. Ja, könnt ihr mal in die Comments schreiben, wie es euch damit geht, Leute. Ob ihr auch so Leute immer wieder antrifft. Also ich... Gefühlt, in 8 von 10 Matches sind so Leute dabei. Das Einzige, was aktuell wirklich dann, wo man einfach mal ein bisschen rein kann, ist Low-Tier. Ein Rang 1, Rang 2. Da wo du nicht. Ja gut, da kriegst du halt keine Punkte für irgendwas, ne? Nö, da kriegst keine Punkte für irgendwas, aber da kannst du immerhin mal genüsslich eine Runde spielen. Ja. Also... Aber ich bin froh, wenn das Event wieder vorbei ist. Ja, ist echt so. Ich bin zwar eher ein Fan von dieser Art von Events und nicht von den, von den Spiel-Events, wo du bauen musst und sammeln musst. Ja, aber sie sollten die Aufgaben mehr so gestalten, dass die halt über Zeit und nicht so gepresst in gewisse kleine Abstände gemacht werden, wo die Leute halt gezwungen werden oder, naja, gefördert werden, sowas zu machen. Ja, und du hast halt während dieser Bau-Events hast du nie so asoziales Verhalten, weil du musst ja einfach nur ganz normal spielen. Boah, ich fahr zu C. Okay. Ja, unser ganzes Team wird zu A fahren. Und sie immer im Halt hier. Ja, ich auch normalerweise. Ja, siehst du? Aber ich fahre generell immer zu A von dieser Seite. Also. Nee, ich versuche da schon immer so ein bisschen drauf zu achten, was das Team macht. Man braucht ja keine 50 Leute auf einer Flanke und 0 auf der anderen.
viel Depression hat er eigentlich? 8. Oh, minus 8. Das ist in Ordnung, aber es ist jetzt nicht super gut. Aber gut, ja, das ist halt der Bauweise geschuldet. Richtig, die Front hängt ihm da ein bisschen im Weg wegen dem Motor da drunter. Okay, da fahren definitiv schon welche zu C. LOL. Ich hab was abbekommen. Ja, direkt von rechts. Okay. Das hat mich zum Glück nur den Commander gekostet, aber... Alter, T-72, fahr halt weg. Wirklich. Ja, der Tam, den habe ich mir jetzt auch geholt, ja. Im Sale. Habt ihr was im Sale geholt, Leute? Ja. War das der Tam, der gerade gestorben ist? Ich weiß, ich hoffe. Ja, ich liebäugel noch mit entweder dem AMX 30, weil ich über den Franzosen weiterkommen will. Flo! Nonpen! Hilfe, das ist der Autoloader, ja. Leo. Ich bin unterwegs. Wird jetzt rechts rüberkommen wahrscheinlich. Ich liebäugel entweder mit dem AMX 30 oder... Also wenn wir da ums Eck fahren, sollten wir gemeinsam machen, dass ich das sonst beide rausnehmen. Gucken nicht, dass noch was im Hintergrund steht, aber es sieht frei aus. Hä? Bin ich jetzt doof? Was? Hä? Okay. Hat der Tarntechnologie. was? Hä? Ich bin jetzt komplett verwirrt. Ah ne, der ist hinter uns. Und wie hat er das gemacht? Keine Ahnung. Ich Buttsmoke mal. Oh. Der steht... Da, Richtung B. Okay, ja, der ist raus, der dich beschossen hat. Ja, ja, ja. Also, der 2P hat mich gerade massiv verwirrt. Okay. Der kommt jetzt auch gleich. Ah, jetzt ist er raus. Also, was zur Hölle? Also, das muss ich mir in dem Replay mal angucken. ja, wo waren wir? Ach so, Sale. Ja, also ich überlege entweder mir den AMX 30 zu holen oder was habe ich mir noch überlegt? Es gibt halt nicht mehr so viel, was mir noch fehlt, ehrlich gesagt. Ich habe viel zu viel Geld reingesteckt, bevor ich Content Partner wurde. Okay, vor mir ist ein gegnerischer Panzer in C. Schwerf Artillerie in C. Also ne, ich habe mir den TAM geholt, den 2IP. Dann hatte ich mir noch geholt das deutsche Boot, das 802. Ja gut, mit Booten kann ich mitreden, aber der TAM ist, der ist echt gut. Also der hält erstaunlich viel aus und die Knifte ist echt gut. Und dann habe ich mir noch reduziert geholt die französische P47. 800 kostet sie gerade noch. Ja. Boah, also per 800 kann man nichts falsch machen bei dem Ding. Die sind ja super. Ja, dann habe ich da auch mal einen Premium-Flugzeug mit hier. Dem ich zum Beispiel dann die neue Seafire erforschen kann. Mhm. Die man auf jeden Fall braucht. Ja. Und bei den Packs, die da noch kommen, werde ich mal schauen. Die Wyvern ist ja auf meiner Wunschliste. Ach, die Wyvern, die hast du noch gar nicht. Nö. Die ist wirklich sehr gut. Alter, der Typ kommt schon wieder mit seinem Autoloader. Da hinten kommt was. Na, okay, dann sehr nicht schön. Mehr. Mein Gott, der hat mich echt so komplett zerschossen, der Gepard. Ja, yeah, der Gepard ist übel. Du hast keine dicke Panzerung mit dem Ding hier. Aber in der Theorie doch. Nee, du hast halt einfach viel Material, was Schrapnelle aushält, aber... Wenn da 30er ja, durchtackern. Also ich ziehe mich wieder ein Stück zurück und lass die kommen. Von wo bist du? Also war das der oder? Ja, es war der. Ja. Und uns
Wir wollten uns traden, aber ich habe dann doch noch zurückgezogen letzten Moment. Okay, okay. Attention to the map. Dieses Ding hat halt zwei volle Sätze Rauchgranaten und dann hast du noch diesen Rauchgranaten-Mörser mitten im Turm, wo du nur mal einzelne Granaten rausschießen kannst. Das Ding ist also, was Smoke angeht. Ja, echt, bist ausgestattet, aber das sind alle Israelis. Das ist die reinste. Ah, links, rechts von mir ist, weil das kann ich nicht sehen, weil ich mich eingesmoked habe. Ja, ergo kann ich es auch nicht sehen. Scheint aber tot zu sein. Ja, aber da waren. Ah, beide sind tot, sehr gut. Ja, also von was Smoke angeht, das Ding die reinste Shisha-Bar. Diese Vorurteile! Was denn? Da wird auch viel geraucht, da ist eine Shisha. Alles gut, alles gut. ja, ich würde sagen B, sonst haben wir die Kartendominanz verloren. Hast du übrigens Hubschrauber nehme ich mal an. Ich weiß es nicht, ich hatte keine Laserwarnung bekommen. Ja, ist es. Wo bist du denn, Hubi? Richtung 272. Oh ja, da kommt eine Rakete angeflogen. Das sind sogar zwei. Ha! Die Rakete mit meinen MGs abgewehrt. Sehr gut, zwei versucht, aber nicht getroffen. Hast du in der First oder in der First oder Third Person geguckt? In der Third Person. Ja, das mache ich mit der Rakete mittlerweile auch, weil ich habe das Gefühl, wenn du richtig drauf aimst, triffst du sie nicht. Okay. Also, ja, was weiß ich, was da der Spaghetti Coach schon wieder macht, aber. Ich finde den Fakt, dass die da zwei Hubschrauber stehen haben und keiner von uns irgendwas dagegen machen kann, echt blöd. Ja. So eine richtige Flak wäre halt super. Ja. Sie muss ja nicht mal Raketen haben, aber. So war es in Richtung M163 oder so von den. Ich glaube, das haben die Israelis auch gehabt, das Ding. Ja, die haben das Ding und die, weil die cool sind, haben die da sogar noch eine Raketenwerfer dran gesetzt. Also das sind das M163 mit der Vulcan. Plus mit einer Tau noch drauf, oder was? Mit einer Anti-Air-Rakete oben noch drauf. Ah, okay. Das Ding mit einer Stinger, oder? Weißt du das? Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall. Weil ich bin hier im Spiel ehrlich gesagt kein Fan von den hitzesuchenden Bodenluftraketen. Ja, die sind auch nicht für War Thunder gemacht. Nicht? Ja. Du hast ja meistens gar nicht die Zeit in den Ground Forces, um damit richtig zu wirken oder damit die richtig wirken können. Ja. Oder halt auch nicht die Map-Größe dafür, ne? Sag mal, soll ich jetzt echt mit der Spitfire kommen, um die Hubschrauber wegzuknacken? Ich höre den Hubschrauber nah, wo ist denn der? Ach, da über mir. Flak, Duty. Hab ihn angezündet? Was ist ein Joke. Hör auf zu fliegen, jetzt geh runter. Der geht sogar aus. Alter, jetzt fühle ich mich gerade wirklich veräppelt. Ja. Verständlich. Und die geht doch mal aus. Was zur Hölle? Jetzt ist mein Pfeil durch ihn durchgeflogen. So, jetzt reicht's aber, Mann. Immer die Abschusshilfe. Zweimal ausgegangen. Und mein Pfeil fliegt durch ihn durch. Dabei war es gar kein Russisch, es war ein Italiener. Ja. War, glaube ich, der Premium, den es nicht mehr gibt. Oh Gott, ey. Hubschrauber. Also. Wenn sie mal gescheit balancen würden, weißt du, dann wäre ich ja absolut d'accord damit, aber so. Ja, darüber habe ich auch gestern mit David gesprochen, auch, weil wir fliegen ja gerne Hubschrauber, also das Fliegen. Jetzt nimmt es jedes Mal den Spaß, wenn wir damit kämpfen müssen. Das Hubschrauberfliegen macht echt Spaß, aber das ist echt so frickelig, gegen und mit denen zu kämpfen. Ja, direkt bei meinem Wrack ist ein Leo. Wo ist dein Wrack?
Auch zwischen D und B müsste es gewesen sein. Zwischen D und B, okay. Und wir warten halt beide sehnlichst darauf, dass sie mal ihr Versprechen mit den anderen Heli-Modus erfüllen. Nee, wollen sie ja nicht. Wollen sie ja nicht wirklich. Ah doch, die wollen auch diesen PWE-Modus mit Helis machen. So, ja, 2032. Ach so, ne. Da rechts ist einer. Was? Fährt jetzt Richtung B, ist einer in Schneetarnung. Wie weit rechts? Direkt 200 Meter. Wen meinst du? Ja. Bleib jetzt hier in meinem Ausguck. Weil so Heli-PWE mit, wo man so Missionen und sowas fliegen muss, darauf hätte ja, ich richtig. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Dann werde ich wahrscheinlich dann auch den Huey auspacken und mir hier ja, mit der Valkyrie anhören. Ja. Au! Wo war das? Richtig schön Vietnam. Wo war das? Ich seh's nicht. Das war eine Rakete von oben, Flugzeug. Schön, mit dem Teppichklopfer. Nee, das war ein Hubschrauber. Oder Hubschrauber. Och Leute, ganz ehrlich. Problem ist, während der Events, die Hubschrauber zählen ja als Groundkills. Hubschrauberkills sind Panzerkills. Echt? Ja. Okay. Wurde mir zumindest so gesagt und ich finde das halt nicht fair. Die sollten einfach raus sein dann während des Events, weil es sind Hubschrauberkills. Ja, ja. Oder Flugzeuge. Oder warte. Bin ich jetzt verwirrt? Was genau meinst du? Hubschrauber während der Events, die zählen, wenn du damit jemanden tötest, zählen sie als Panzerkill. Ach, wenn du damit jemanden tötest. Ja, genau. Nee. Ist ja doof. Schon ein bisschen, ja. Lol, jetzt stürzt der. Oh Mann, ey. Ja, Leute, seid ihr auch so frustriert momentan während dem Event? Also mir persönlich geht da so ein bisschen die Galle hoch, wenn ich so extremes, wie nennt man das? Cheesen würde ich sagen, oder? Ja. Irgendwas in die Richtung. Ich meine, ich kann zum Beispiel auch auf der Maginot-Linie einfach hinter die Spawns fahren und jeden wegknacken, wenn er gerade nicht hinguckt. Fühle ich mich dann toll? Ja, klar, definitiv, bin dann super Player. Was mich aktuell viel mehr stört, sind einfach die Leute. Also ich hatte so viele Gauntlet-Battles die letzten Tage, dass ein Drittel meines Teams, manchmal auch mehr als ein Drittel, nach einem Mal sterben und das Spiel verlassen hat. Lol, der scheiß Hubschrauber hat gerade C gekappt. Also Hut ab, dass er es geschafft hat, aber... Ah, hab ihn. Man sieht das vor allem im Bereich so 5-7... viel bei deutschen Spielern. Die gehen einmal rein, sterben mit Panther oder Tiger sofort und gehen raus. Coole Ansichtsspiel. Also mit dem das Spiel ist immer noch ein bisschen buggy. Bin gerade mit dem Hubschrauber, mit dem Flugzeug ja gestorben, wollte mit dem Panzer rein, hab immer noch die Hubschrauberansicht, Flugzeugansicht gehabt. Das Spiel wird niemals nicht buggy sein. So, du meinst, du wirst niemals ein Fortnite-Streamer. Richtig. Ja, ich würde sagen, das haben wir, glaube ich, ziemlich offensichtlich verloren. Au. Ja, aber mal was anderes. Freust du dich auf den Israel-Tree? Au, ja, schon. Also, ich auch. Also ich auf die Panzer haben... auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die haben viele interessante Sachen. Alter, wirklich, Leute. Geht doch euch verbuddeln mit euren Kack-Hubschraubern. Unglaublich. Also die haben ziemlich coole Fahrzeuge. Ja. Ich mag's ja immer, wenn es immer sich ein bisschen vom Mainstream abhebt. Wäh, ich kann über deinen Spawn fliegen und du kannst nichts gegen mich machen. Hubschrauber sind so gebalanced. Unglaublich, ey. Fühlt sich jetzt stark, ne? Also. Los, M163. Ja, komm, jetzt will ich aber auch... Ja, voll unspektakulär. Der fliegt noch, der fliegt noch. Stürzt mehr, als dass er fliegt. Ich vertraue Hubschrauber nicht. Ah, okay. Das Flugzeug ist viel schlimmer. Ja.
Wie lang geht das Event? Bis 5. Was? 5. März, glaube ich. Okay, dann haben wir es danach wieder geschafft. Okay, immerhin. Danach kann man erstmal wieder in Ruhe spielen, ja. Ja, das soll es aber auch erstmal gewesen sein jetzt mit dem Merkava. Also ich finde die Merkava ziemlich cool, ich mag sie optisch. Spieltechnisch, er ist okay, aber ich kann keine klare Kaufempfehlung dafür aussprechen. Da finde ich den Sherman besser, muss ich sagen. Ja, also im Tech-Tree wird man definitiv bessere Varianten davon haben. Also ich habe mehr Gold, weil mich der Sherman so gar nicht angelacht hat. Und ich finde den Sherman super, auch wenn Heat absolutes Würfelglück ist. Merkava habe ich persönlich halt schon welche gehabt, deswegen hat er mich nicht so angemacht. Genau, ich habe noch kein Merkava, deswegen wollte ich ihn haben. Und generell ist es halt, muss man sich ein Fahrzeug kaufen, bevor es den Tree gibt, auf keinen Fall. Ernsthaft? Nee, definitiv nicht. Aber es ist ein schickes Fahrzeug, wenn man will, kann man es sich holen, macht Spaß. Man sollte nur nicht erwarten, dass man auf einer Wellenlänge, auf einer Höhe mit den anderen Hauptkampfpanzern ist. Aber wenn man vorsichtig spielt, geht das. Wir hoffen, ihr habt auf jeden Fall Spaß. Hast du noch abschließende Worte? Nö. Schöne Weihnachten. Ja, schöne Nachweihnachtszeit. Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.